12 Schülerinnen und Schüler der Hardecker Hauptschule fahren im September 2012 zusammen mit ihrem Klassenlehrer Hartmut Thurm nach Berlin. Warum? Sie arbeiten nahezu eine Woche unter Anleitung des Dozenten Burkhard Lüttke, Technische Universität Berlin, um eine große Skulptur eines bunten Puffins zu schaffen. Das Kunstwerk soll heute in Anwesenheit von Bürgermeisterin Frau Dr. Katja Strauß-Köster, Vertreterin des Rates, vor allem aber der vielen Sponsoren hier vor der Bleichsteinhalle aufgestellt werden. Möglich geworden ist dieses Projekt durch eine großzügige Spende des Hoteliers Hans-Georg Riepe, aber auch von vielen Hardecker Firmen und Bürgern. Einer davon ist Christian Korge, der heute mithilft, das Kunstwerk aufzustellen. Das Kunstwerk, nennen wir es einfach mal Puffin, der Papageientaucher, trägt die Aufschrift Miteinander, Füreinander. Und das ist hier in Herdecke das Motto der Bürgerstiftung, die nach diesem Credo arbeitet. Es erinnert daran, dass Bürgerinnen und Bürger miteinander viel Gutes bewirken können, besonders wenn sie es ehrenamtlich füreinander tun. Ein sehr schönes Beispiel engagierter Zusammenarbeit. Dies ist ein idealer Aufstellungsort, hier am Bleichstein zwischen den Schulen und den Sportstätten. Hoffen wir nur, dass das schöne Kunstwerk von Vandalismus und Schmierereien verschont bleibt. Wunderbar, und der macht jetzt extra sauber. Er ist der beste Saubermacher der Welt, den ich je in der Klasse hatte. Er macht das jetzt blitzen. Ja, Herr Thurm, das sind also die Schülerinnen und Schüler, die mit Ihnen gearbeitet haben in Berlin, war das so? Das war so, ja. Da fehlen noch ein paar Studenten bei, die konnten leider nicht mitkommen. Ja, nur den Herrn Lüttke aus Berlin noch mitgebracht und die Frau Lüttke. Sind Sie zufrieden mit dem Projekt? Ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ne? Ich glaube, das wird vielen gefallen. Gestern haben wir, als wir es in Berlin abgeholt haben in dieser Woche, haben Kinder schon spontan Beifall geklatscht. Ne? Ich glaube, das kommt an und da können wir drauf stolz sein. Und gleich um 12 Uhr kommt die Bürgermeisterin und wird es offiziell eingeweiht. Dann wird es offiziell eingeweiht. Hey! Super! Also, letzte Arbeit für die Berlinfahrer. Die Zäune müssen abgebaut werden, hier gegengestellt. Immer zwei Mann, ein Zaun oder drei. Herr Thurm, wie war das? Ja. Wie war das mit dem Projekt? Das Ganze fing an mit Herrn Küstermann. Herr Küstermann und ich haben uns letztes Jahr getroffen, ungefähr um diese Zeit. Und da haben wir gesprochen darüber, dieses neue, schöne Kunstwerk, was die Gymnasiasten in den Kreisverkehr gebaut hatten. Und hat Herr Küstermann zu mir gesagt, Herr Thurm, das wäre schön, wenn die Hauptschüler auch sowas zustande kriegten. Ja. Und ich habe gedacht, ich habe einen Freund in Berlin, da können wir das vielleicht bauen. Naja, und so kam eins zum anderen. Herr Küstermann hat uns die Sponsoren besorgt. Das war Herr Riepe vom Zweibrücker Hof. Der hat insgesamt 5.000 Euro gespendet für die Fahrt nach Berlin, der Schüler, die Unterkunft und die Materialkosten für die Figur. Ja, und dann kamen wir zurück, die Figur war fertig im Oktober, aber wir hatten keinen Sockel. Und wir haben gedacht, so einen Sockel kriegen wir leicht dazu. Ja, aber so ein Sockel ist relativ teuer, der ist nämlich genauso teuer wie die Figur, sogar noch ein bisschen teurer. Nachdem auch die Bürgerstiftung ihre Arbeit tut, weil wir denken, dass dadurch sehr gut ehrenamtlicher Einsatz zum Ausdruck kommt, was wir als Ehrenamtliche miteinander, füreinander tun können, besonders hier in Herdecke. Das ist eine gute Sache und wir denken, dass wir
damit auch etwas Gutes nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, sondern für die ganze Stadt Herdecke leisten können. Wie lange wart ihr in Berlin? Von Sonntags bis Donnerstags. Ja. Ist ja gut, wir hatten halt drei Gruppen. Eine, die haben die Farben und Lacke ausprobiert, damit die auf Latte wetterfest sind. Ach so. Dann die anderen, wo ich auch zugehörte, war für Zeichnen zuständig. Ich auch. Und dann waren da noch die Jungs, die haben dann das Gerüst gebaut, also Stahlgerüst. Dann am nächsten Tag haben wir die Styroporblöcke geholt und auch schon mal vorgezeichnet, auch schon mal ausgesägt, probiert, dann nochmal korrigiert und das haben wir dann und so haben wir dann die ganze Figur aufgebaut. Aus dem Land, wo der Vogel herkommt, aus Schottland. Ja, dieser Vogel kommt von der Insel St. Kilda. Es ist ein ganz wichtiger Tag für die Hauptschule. Ich knüpfe an das Motto Miteinander, Füreinander. Das ist auch das Leitwort, nachdem die Bürgerstiftung Herdecke ihre Arbeit tut. Und ich habe mich damals sehr gefreut, Herr Thom, dass wir uns darauf einigen konnten, dass dieses Leitwort hier auch auf die Skulptur kam. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute ist ein guter Tag für Herdecke, ein guter Tag fürs Ehrenamt. Und wenn ich so in die Runde gucke, sehe ich immer wieder die gleichen, die sich ehrenamtlich engagieren, aber auch finanziell, weil nur so war das Ganze möglich. Ihr habt uns, das muss ich sagen, immer auf dem Laufenden gehalten, während ihr in Berlin fleißig gemodelliert habt. Aber ich konnte mir unter den Bildern, die wir damals bekommen haben, überhaupt nichts vorstellen. Es war also, ich dachte, Mensch, was haben wir da? Wo haben wir da investiert? Aber wir haben sehr, sehr gut investiert, wie wir gesehen haben und wie das ein tolles Modell, eine Plastik ist, die ich natürlich als Nicht-Künstler überhaupt nicht jetzt erklären könnte. Mir persönlich kann ich nur sagen, gefällt sie unheimlich, weil sie so eine Freude ausstrahlt, weil sie farbenprächtig ist, weil sie eine Form hat, die zwar modern ist, aber sie ist nicht zu modern. Wir können uns das unter Druck stellen. Schwebt ein und alle drücken die Daumen, damit ja nichts passiert. Ich bin begeistert, dass Hauptschüler mit Studenten zusammen eine Woche so intensiv gearbeitet haben und das Ganze rein auf ehrenamtlichen Engagement fußt. Auf die Plätze, fertig, los. Zum Schluss wird das Kunstwerk noch mit.